Okay, ich bin soweit, Vicky. Herzlich willkommen, YouTube. Ich habe keine Ahnung, was ich hier lesen muss übrigens, weißt du? Genau, ich sag dir dann einfach, ich beschreibe dir das dann. Ich starte dabei schon mal hier, das haben wir ja letztens alles gesehen, was da steht. Das sind dieselben Bomben jetzt wieder. Nur halt, dass wir jetzt die Rollen getauscht haben. Deswegen, der jetzt spielt, das bin ich. So, es ist dunkel. Oh, es ist an. Ich habe unten die Symbole. Ich habe einen Stern, diesen komischen Smiley von gerade, ja. Das kyrillische B mit dem Strich oben und ein C mit einem Punkt drin. Die Symbole gibt's, also steht ja da oben in so einem kleinen Text, dass die Symbole nur in einer Reihe gibt. Also ich habe also C mit Punkt drin, Smiley, ich habe hier kein Smiley. Doch, irgendwo muss der Smiley dann sein. Nein. Mit der Zunge, der dich so um die Zunge rausstreckt. Also das C mit Punkt? Mhm. Hast du so, ein Fragezeichen hast du nicht, ne? Nee. Nein, C mit Punkt ist falsch. Wie ist falsch? Das ist auch so ein schwarzen Stern. Oh ja, okay. Also, dann das Smiley. Jo. Das B mit dem Strich. Jo. Das C und der Stern. Stern. Jo, hab ich. Ich hab vier Drähte. Sag mal die Farben. Blau, weiß, blau, blau. Blau, weiß, blau, blau. Warte. Oh Gott, wo waren die Drähte? Vier Kabel. Ansonsten, wenn es genau ein blaues Kabel gibt, wenn es mehr als ein gelbes Kabel gibt. Oh nein. Wenn das letzte Kabel gelb ist, wenn es mehr als ein rotes Kabel gibt. Oh nein. Ansonsten das zweite Kabel durchschneiden. Mach das zweite. Ja, stimmt. Gut, alles klar. Und jetzt habe ich noch einen weißen Schalter mit Abort. Wenn der Knopf weiß ist und es einen Indikator mit der Bestiftung K gibt, dann halten Sie den Knopf gedrückt. Hast du K umstellen? Nee, habe ich nicht. Wenn der Knopf gelb ist, nein. Wenn der Knopf rot ist, nein. Andernfalls halten Sie den Knopf gedrückt und folgen Sie den Anweisungen für das Loslassen. Gelber Streifen. 5 in der beliebigen Position. Okay. Hast du? Entschärft. Okay, ich mach das erste Mal. Das ist gerne immer Ruhe aufregen. Ihr könnt mich gerne haben. Ich mach das gut, das erste. Nein, ich mach's nicht gut, aber. Nee, du musst halt immer oben die Erklärung lesen. Ja, ja, und ich hab's halt nicht. Ich hab nicht einmal reingeguckt. Ich mach das jetzt wirklich blind zum ersten Mal, ne? Alles klar. Können wir die nächste Bombe holen. Dann, los geht's. Jo. Okay, es geht los. Es geht los. Ich hab einen gelben Knopf mit Press. Warte. Weiß es, wenn der Knopf gelb ist, halten Sie den Knopf gedrückt und folgen Sie den Anweisungen für den gedrückten Knopf. Blau. Streifen? Blau. Blauer Streifen, 4 in der beliebigen Position. Hab. Ich hab sowas wie. Oh Gott, ich hab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nee, ich hab so ein Viereck mit jeweils. Mit ganz vielen kleinen Vierecken drin. Wo zwei. Was ist denn Diamant? Rot, nee, blau, nein, 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 nein. Das ist ein Feld, da sind ganz viele kleine Vierecke drin und zwei davon sind umkreist mit einem roten Dreieck, was sich dreht. What the fuck? Und ein Punkt ist weiß. Vicky, okay, du bist tot, ich weiß es nicht. Ach, das hier, Labyrinth? Nein, das ist kein Labyrinth. Es könnte ein Labyrinth sein, weiß ich nicht. Das sind 6 nach unten und 6 nach rechts und überall, also das sind 6x6 sind 36 Punkte. Knubbel? Hast du sowas wie Knubbel? Steht da oben irgendwie so eine Zahl in der Mitte? Das habe ich auch noch. Oh Gott, Vicky, mach mich schwach. Ich hab ne 2. Okay, dann geh noch mal, such mal so ein Feld, wo ganz viele kleine. Und wo zwei eingekreist sind. Okay, ist da so ein Schalter in der Mitte und oben ist eine Zahl? Nein, ich hab ne 2 und ich hab 4 Zahlen drunter mit 2, 3, 4, 1. Oh Gott, hast du noch was anderes? Achso, das ist, glaube ich, ein Labyrinth. Ich hab Pfeile, die ich drücken kann, oben und unten, sehe ich gerade. Ah, okay, dann beschreib mal, wie war das nochmal? Wo sind die. Links, aber warte mal. Erste Spalte, zweite Reihe ist einer eingekreist und letzte Spalte, dritte Reihe ist einer eingekreist und erste Reihe, zweite Spalte ist ein Punkt weiß. Okay, ich weiß, wo fängst du denn an? Ein Stück neben dem linken, ein Stück neben dem rechten. Zwei daneben. Also in der Mitte bist du. Ja. Zweimal nach rechts. Ah nein, ich bin nicht das rote Dreieck, ich bin der weiße Punkt oben. Ich war erste Reihe, zweite, doch erste Reihe, zweite Spalte. Ah nein, also du warst doch, wo der erste Punkt war. Und quasi. Bin eins nach rechts. Wir sind tot. Noch 5 Sekunden. Oh Vicky, was machst du denn? Ah, okay, das wusste ich selber nicht. Das wusste ich selber. Ich dachte, ich bin das rote Dreieck, was sich dreht und nicht der weiße Punkt. Oh nein. Da finden Sie das Labyrinth mit den passenden kreisrunden Markierungen. Die entschärfende Person muss das weiße Licht mithilfe der Pfeilknöpfe zum rechten Dreieck navigieren. Du bist das weiße Licht. Entschuldige, okay. Ich habe das nicht gelesen, ich war verwirrt. Okay, also, wollen wir nochmal? Na klar, ich starte nochmal neu. Oder ich finde das super, das macht voll Spaß, aber es ist halt sehr, sehr verwirrend. So, wir haben 3 Minuten Zeit, ich habe wieder ein Labyrinth, sehe ich.
Ja. Okay, cool, dann machen wir das zuerst, oder? Genau, erste Reihe, zweite Spalte ist ein Kreis eingekreist. Erste Reihe, zweite Spalte. Also meinst genau. du erste Spalte, zweite Reihe? Weil nein, erste Reihe, also von oben der zweite Punkt. Immer mit erste Reihe. Horizontal und vertikal. Sag mal horizontal und vertikal. Genau, erste, wie horizontal, also, nee, mach komm, erste Reihe, zweite Spalte. Ah, okay, dann weiß ich wo. Wo bist du denn? Oben oder unten? Ich bin vierte Reihe, erste Spalte. Dann musst du zweimal runter. Ja. Dann rechts bis zum Vorletzten. Bis zum Vorletzten? Ja, dann kommst du in einem Kreis vorbei. Ah, hab ich. Bist du Vorletzten oder gehst du einen? Ich hab schon, ist grün. So, hier, ich habe jetzt dieses Farbenspiel, dann der blaue. Da musst du, sobald es leuchtet, nicht danach, sonst kriegst du ein X. Hä? Ich hab's gedrückt! Neo! Du musst während es leuchtet. Nicht danach, während. Oh Gott, ich bin so blöd. Aber wenn dann die Reihenfolge kommt. Ja, dann musst du nochmal. Ja, dann hab ich ja gedrückt, dann hab ich das nachgedrückt, dann hab ich ein X bekommen. Hä? Das war, ich hab blau gedrückt in dem Moment. Dann, das hab ich nicht hingekriegt. Beim zweiten Mal hab ich's hingekriegt, dann kam zweimal blau, das hab ich gedrückt. Und nach zweimal blau kam zweimal blau und einmal gelb und das hab ich. Zweimal falsch gehabt, dann war ich tot wieder. Meine Güte. Das sind doch die einfachen Bomben. Es geht los. Ich habe wieder diese Symbole. Ich habe die Pyramide mit dem Strich oben und dem kleinen Zipfel. Ja. Ich habe einen weißen Stern. Ja. Das X mit dem Strich. Ja, okay, ich weiß, wo du bist. Kann man so sagen. Dann mach das Add. Ja. X. Ja. Pyramide und Stern. Jo, hab. So, jetzt habe ich Wörter. Okay, Moin, ich hab jetzt so ein Modul, wo oben LED steht. Und dann habe ich unten Left, Yes, U, Blank, Okay, First. Ah, okay, warte. Wo haben wir es denn? LED, also Lead, L-E-E-D meinst du? L-E-D. Ach ja, okay. Also das Auge ist, in der ersten Reihe Mitte, also links. Nein, ich habe Wörter. Ich habe die Wörter, die ich in der richtigen Reihenfolge drücken muss. Was für ein Wort steht da? Du erste Spalte, zweite. Also bitte links, was ist da für ein Wort? Was steht da? Blank? Blank, warte. Blank. Blank. Dann habe ich hier Wait. Wenn du das nee. Hast, dann drück. Ja, okay, mach ich. Right. Okay. Middle. Blank. Press. Ah nein, warte. Ah, okay, man muss das immer pro Wort machen. Okay. Jetzt habe ich oben Your stehen. Also, Your. Genau. You oder your? You are. Also your. You Apostroph. R-E. Genau. Dann sag mir das Wort, was zweite Spalte, zweite Reihe steht. U-U. U-U. Also mit U-H, U-H. U-H, U-H. Dann ist es your, also U-R. U, you are. Your, also you, Apostroph. Na, fang nochmal vorne an, bitte. U-R, also your. Ah, okay. U, you are, also auseinandergeschrieben, eben your mit Apostroph R. Ah, nee, warte, okay, nächstes Wort. Nächstes Wort ist you. Wir haben noch eine Minute. Ja, Mann, du wirst. Hier, zweite Spalte, zweite Reihe. Sag mir das Wort. First. Left. Hab, okay. So, nächstes Wort ist. There. There ist, unten rechts. Nee, there mit T-H-E-R-E, ja? Ja. Unten rechts das Wort, ganz unten rechts. Blank. Blank. Wait. Right. Okay. Ja, so. Letztes Modul. Es ist eine Zahl oben, eine 3 und ich habe 4 unten. Wie eine 3? Du hast 4 unten. Ja, das ist das letzte Modul. Oh, Vicky, warte. 3. Warte. Okay, Face. 4 Zahlen sind da. Ja, aber ich bin nicht, jetzt war es abgelaufen. Puh. Warum ist das. Warum ist die Bombe so schwer? Dieses Spiel ist so intens. So ein bisschen, Chameleon. Hey, übrigens mal wieder. Das ist so ein bisschen. Okay, jetzt weiß ich aber, wie das unten mit den Wörtern funktioniert. Hey Mark, grüß dich. Das ist voll intensiv. Ich bin voll am Schwitzen schon, aber es ist so lustig, ne? Das ist wirklich ist nicht ohne, ne? Ja, die machen wir jetzt noch. Die schaffen wir. Komm, die packen wir. Wie wird's, warum ist die so schwer bei dir? Das ist jetzt die nächste. Das ist 2-4. Das ist da, wo wir aufgehört haben. So. Achso, du machst die jetzt einfach schon früher. Okay. Genau. Ich habe 4 Kabel. 2 schwarze, 2 blaue. Also schwarz, schwarz, blau, blau. Wird es mehr als 2 schwarze oder blau? Nein. Ansonsten wäre das letzte Kabel gelb? Nein. Ansonsten, wenn es ein blaues Kabel ist? Nein. Ansonsten, wenn es mehr als ein... Ansonsten das zweite Kabel durchschneiden. Hab.
So. Nächstes Modul ist wieder das mit den Wörtern und es steht oben No drin. Ist unten rechts, ganz unten rechts, was für ein Wort? You are. Also auseinandergeschrieben. Ich sagte die Wörter. Your, also J, Y, mhm. R, next, like. Gut, next was. U, also UH. Next was. UH. Okay. So, first steht oben. First, ganz oben rechts brauche ich das Wort. What? 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 Okay, also you hold your, also Y, U, Apostroph, R, E, your mit Y, O, U, R, ein U, dann U, H, U, H, like, you are, U, H, A, U, H, also U, who. Gut, gut, das war's. Ja. Nächstes Wort ist LED wieder. LED, zweite Reihe, zweite Spalte. Ready. Ready, das ist dann, Sekunde, warum, ah, scheiße. Yes, okay, what, middle. Oh, es war, what war falsch. Was? There, T-H-E-I-R. There. Zweite Spalte, zweite Reihe, also rechts in der Mitte. You are. Wieder auseinandergeschrieben. Achso, you are. Wir haben noch eine Minute ja, jetzt. Ja, ja, your, Y-O-U-R. Mit Apostroph? Oder, nee, nee J-O-U-R. Okay, ist richtig. Noch ein Modul, das ist das mit den Farben. Und es blinkt oben das Blaue. Ja, dann musst du das drücken, wenn es erscheint. Blau. Nein, du hast aber auch eine Spalte dafür, ne? Wie? Du hast eine Seite 8 dafür, hat er doch gerade gesagt. Und, ah, ne. Ich hab's verrissen mit dem Drücken, es explodiert. Oh, Vicky. Aber das ist ja das Ding, wie hast du das gelöst, ohne dass du vorhin meine Seiten wusstest? Ich hab's einfach nachgedrückt. Hier steht, warte. Falls die Seriennummer einen Vokal enthält, darfst du keine Fehler machen? Oh Gott. Ach so, das ist das. Das ist Senso, heißt das. Was okay. Dings hier meinte, das ist. Ach, das ist Simon Says. Oh Gott, das ist fies, ey. Ja, deswegen wusste ich nicht. Ich denke, ich hab dich dann einfach machen lassen, weil du das irgendwie anscheinend ausgetrickst hast, oder? Es hat zweimal aber gepasst. Es hat gepasst. Deswegen hab ich jetzt einfach nur wieder gedrückt, war noch irgendwie ein paar 20 Sekunden. Ey, das ist echt schwierig, ne? Wollen wir noch einmal probieren? Einmal noch. Okay, wir kriegen das schon irgendwie hin. Drei Module, eins davon ist wieder das Simon sagt. Das brauchen wir mal gleich als erstes. Okay. Unten grün blinkt. Nee, warte. Falls die Seriennummer einen Vokal enthält, enthält hier Vokal. Die Seriennummer, musst du gucken, das ist so eine 5. BK2JV9. Also kein Vokal. Zu drückender Knopf, warte. Kein Fehler, blau-rotes Licht. Hä? Keine Fehler, ein Fehler, zwei Fehler. Also wenn du noch keine Fehler gemacht hast, welches Licht blinkt dann? Das Grüne. Da musst du das Grüne drücken. Im richtigen Moment? Ja, währenddessen, glaube ich. Ja, hab einmal. Okay, du musst es nachmachen, glaube ich. So, unten ist... Fertig? Warte. Ich hab's nachgemacht und es war falsch. Okay, ich wusste das dann anders. Es sind halt andere Farben. Achso, es ist grün-gelb, Scheiße. Blinkt nacheinander auf. Grün-gelb, da musst du grün-rot drücken. Ah, okay. Jetzt hast du schon einen Fehler, ne? Ja. Ah nein, die Bombe! Scheiße! Okay, warte doch, du hast hier einen Fehler und zwei Fehler. Ach so, das gibt's auch noch. Ja, wenn du mehrere Fehler hast, musst du wieder eine andere Farbe drücken. Okay, dann nochmal, komm. Okay. Wie wirklich die ganze Zeit? Okay, ich bin halt nicht gut darin irgendwie. Okay. Du hast es aber auch so hingekriegt. Warum hat das bei mir geklappt? Ich mach Simon sagt direkt wieder am Anfang, ja? Hast du wieder eine Bombe? Okay. So, ja, ich hab wieder. Vokal oder nicht? Seriennummer? Seriennummer. Nee, gar keine Seriennummer. Wie keine Seriennummer? Ich hab keine. Ah, doch, haben, doch. 422DQ. Dann also kein Vokal. Nee. Welche Farbe kommt denn? Gelb. Dann musst du rot. Als erstes drücken, oder was? Ja, rot. Ja? Sag mir nicht immer, welche Farben kommen gleich. Jetzt kommt gelb-grün. Rot-grün drücken. Ja, hab ich. Ja. Und jetzt kommt gelb-grün-grün. Ja, rot-grün-grün drücken. Dann hast rot? Du's. Was? Rot-grün-grün, dann hast du's. Nee, warte. Jetzt kommt... Oh. Jetzt kommt gelb-grün-grün-blau. Dann, oh Gott, grün, nee, warte, na falsch, rot, grün, grün, gelb.
Ja, passt. So, ich habe 5 Kabel. 5 Kabel, warte. Was sind die scheiß Kabel? Das dauert immer so lange, bis ich die finde. Nee, ich habe sogar 6 Kabel. Ich habe mich sogar verzählt. 6 Kabel. Welche Farben? Gelb, blau, schwarz, 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 gelb. Gelb, blau, schwarz, schwarz, gelb. Ansonsten, wenn es keine roten Kabel gibt, dann das letzte Kabel durchschneiden. Ja, stimmt. Jetzt habe ich nur noch das Labyrinth. Alles klar, warte, ich hab's. Welche Felder sind das? So, erste Spalte, zweite Reihe ist umkreist. Ja. Letzte und Spalte, dritte Reihe? Ja, genau. Und okay, ich bin ganz oben rechts. Ganz oben rechts, dann machst du zweimal links. Ja. Runter. Ja. Runter, zwei rechts, eins runter. Hast du? Ja, jetzt bin ich in dem einen Kreis drin. Jetzt gehst du zwei links. Ja. Eins runter. Ja. Eins links. Ja. Eins hoch. Ja. Links. Ja. Hoch. Ja. Rechts. Ja. Hoch. Ja. Zweimal links und einmal runter. So, jetzt bin ich beim zweiten Kreis. Und, und zwei unter mir ist das Dreieck. Dann geht's mal runter. Ah, okay. Wir haben es geschafft. 37 Sekunden. Ja! Ja! Wenn es euch auch so gefällt, dann lasst uns doch mal ein Like auf YouTube da. Wir machen vielleicht weiter mal mit. Also ich habe echt Bock drauf, es macht Spaß. Ich meine, auch als Manual-Leser ist es voll super. Nicht ohne, ne? Das ist voll super. Das ist voll super. Dankeschön, Leute, und macht's gut. Tschüss! Was try übrigens.